Jetzt sind wir auf dem Weg zum Volksfestplatz hinter uns und vor uns. Motorräder ohne Ende. Bin mal gespannt, wie es aussieht heute. Heute haben sich die Motorradfahrer in Schweinfurt getroffen, um gegen die Fahrverbote, die in Planung sind, im Gespräch sind, dagegen zu demonstrieren. Der Volksfestplatz hat fast nicht ausgereicht für die Masse an Motorrädern, die nach Schweinfurt gekommen sind. Wozu denn? Hallo, servus. Wo kommst du her? Ich sage nicht servus, ich sage moin. Ich komme aus der Lüneburger Heide. Und so weit hergefahren jetzt, um den Metall zu nehmen? Nee, ich wohne in Coburg. Coburg. Warum bist du da? Hier? Ja. Weil ich mir nicht das Motorradfahren am Wochenende verbieten lassen möchte. Ja. Immerhin die ganze Woche arbeiten, dann möchte ich am Wochenende auf eine Party fahren können, Urlaub machen können, Ausfahrten machen. Das ist der Grund, dass ich mir das nicht verbieten lassen möchte. Jetzt haben Sie ja gesagt, in Bayern kommt das Fahrverbot nicht. Richtig, aber wie man ja hört, bin ich auch nicht von hier, obwohl ich da unten wohne. Und man muss ja an alle anderen denken, denen das auch verboten werden soll. In meiner alten Heimat in Niedersachsen zum Beispiel. Ich kenne ja noch die Motorradgottesdienst von Pfarrer Breidenbach, wo 5.000, 6.000 Motorradfahrer gekommen sind. Aber Leute, hier, ich weiß nicht, wie viele Motorräder da waren, aber 10.000 bestimmt. Eine unendliche Menge von Motorrädern. Servus, warum bist du denn da? Ja, weil irgendwann mal langt. Wir leben ja nur noch vom Verbotenen, auch jetzt der Corona-Krise rauf und runter. Mir wird einfach nur noch hier klein gehalten. Auf die Arbeit darfst du gehen und alles andere, was Spaß macht, soll wegfallen. Und irgendwann hat man keine Lust mehr. Und der Sonn- und Feiertag ist der einzige Tag, wo man als normalsterblicher Mensch fahren kann, weil man ist ja unter der Woche auf der Arbeit und irgendwann ist man gut. Wir müssen mal aufstehen. Du bist verschweifert, ne? Schweinfurter Landkreis. Ja, was ist dein Name? Ich bin der Gerald Schmidt. Okay, danke sehr. Unter der Woche müssen wir arbeiten. Ja. Jetzt haben Sie ja gesagt, in Bayern da findet das gar nicht statt. Also in Bayern gibt es kein Fahrverbot. Und habt ihr Angst, dass wir auch nicht hinfahren oder was? Ja, natürlich. Wir fahren auch mal nach Schwarzwald und wir fahren auch einmal nach Thüringen. Wir sind Hessen, alles überall unterwegs, ja, wenn es möglich ist. Genau. Also gut, mit wem habe ich gesprochen? Mein Name ist Martin Kukol. Okay, danke dir. Ne? Bitte gerne. Gute Fahrt noch. Dankeschön. Wenn der Platz da durchmarschiert. Schaut euch das an. So was habe ich in Schweinfurt noch nie gesehen. So eine Masse an Motorradfahrern. Ein purer Wahnsinn. Also Leute, das wird in die Geschichte von Schweinfurt eingehen. So eine lange Motorraddemonstration hat es in Schweinfurt noch nie gegeben. Und ich sage euch, recht haben sie. Sie demonstrieren gegen die Sonntags- und Feiertagsfahrverbote für Motorräder, die im Gespräch sind.